Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Oh yeah. Und ich erschieß dich gleich, wenn du nochmal den Scheiß sagst, ey, die nerven langsam. Wir holen uns zuerst mal die Tiere. $200. Benutze das am Zielort gestellte Scharfschützengewehr. Das ist in Ordnung. Und zwar weil ich ein Scharfschützengewehr bekomme. Yay! Und ich habe gerade festgestellt, dass wir einiges noch machen müssen. Gerade Felle holen und Jagdgebiete ausschöpfen, damit wir unsere Beutesäcke erhöhen können. Damit ich mir endlich mal ein Scharfschützengewehr leisten kann. Ich armer Tropf. Weißt du was, ich nehme hier alles mit, was mir in die Quere kommt. Gar kein Problem. So. Hier haben wir noch ein weißes Pflänzchen. Ein gelbes. Ja, der farbenblinde Zero, ich weiß. Ich bin nicht farbenblind, aber das war irgendwie fail. Oh, Scharfschützengewehr. Oh. Perfekt. Okay, wo sind jetzt die Tiere? Ach so, das blaue ist das Jagdgebiet. Ah, ich verstehe. So, Hirsche. Oder Hirsen. Ne, Hirsch. Ja. Aber wo sind sie? Oh Gott, ist das langsam. Dreh dich jetzt mal nicht durch. Bleib doch stehen. Du hast nichts zu befürchten. Soll ich die Ziele denn mit einem Sniper treffen, wenn die sich bewegen? Oh, ich habe eins getroffen. Jawohl. Wo ist es hin? Ich hätte gerne das Hirschfell. Na egal. Vier übrig. Wo ist der Rest? Bam. Richtig schön den Kopf zermatscht. Oh. So viele. Na, verdammt. Okay, ich darf dabei nicht laufen. Ich bin es gewohnt zu laufen, währenddessen ich ziele. Und einem geht sehr schnell die Munition aus, sagen wir es mal so. Drei brauche ich noch. Wo seid ihr, meine Kleinen? Ich will euch nichts Böses. Nein, nein, nein. Ich bin nur hier, um Hallo zu sagen. Wo seid ihr? Moment, ich habe sie doch gerade alle auf der Straße gesehen, ne? Hallo. Sehr schön. Nein. Ich hab doch nicht so viel Munition. Ach, fuck. Alter, ich erstech dich gleich. Ha! Getroffen im Lauf. Sehr schön. Hätte ich mal ein bisschen Beute. Hirschfell. So, wo ist der letzte? Ich habe noch drei Munition. Da muss ich treffen. Oh, hallo. Wo ist der letzte? Das ist eine Pflanze. Ich erschieße keine Pflanzen. Das ist Quälerei. Da wird sich sonst die Peter beschweren. Wo sind die denn? Ich muss auch nur irgendwo einer rumguffeln, ey. Kannst du mir nicht erzählen. Ich habe ihn gesehen, wie er gelaufen ist. Stell die Jagdinsekte der Spritze ein. Oh, aha. Okay, das war übrigens Angriff.
Ich glaube, ich habe das gar nicht... Toll. Naja, gut. Jagdinstinkte helfen mir also, die Tiere zu finden, nehme ich an, ne? Wenn ich so ein Hirsch wäre, wo würde ich abgammeln? Irgendwo, wo ich nicht gesehen werde. In the bush. Nee, das glaube ich nicht. Das wäre sowas von unfair. Hirschi. Hirschi, wo bist du? Ah, nein. Oh, okay, ich bin nicht runtergefallen. Alles gut. Ich müsste aber wieder hochkommen. Dafür nehmen wir uns erstmal die Pflanze. Vielleicht kann ich mir schon etwas basteln, warte. Oh, sehr schön. Ein Serum, das Tiere abschreckt. Nein. Tiere können über ihren Geruch wahrgenommen werden. Oh. Nehmen wir gleich mal 3 davon. Ach, plötzlich zeigst du dich, ja? Oh, Headshot. Sehr schön. Jetzt habe ich auch noch 2 Munition übrig. Oh, das, liebe Freunde, ist nicht wirklich viel. Geld? Wo war hier Geld? Egal. Wir können übrigens fahren. Und das ist das Fahrzeug, was ich meine. Squad. Ich wollte eigentlich auf die Karte, weil ich falsche Taste gedrückt habe. Wir fahren jetzt wieder zurück zu dem lieben Dorf. Ja, ich setze mich extra auf ein Fahrzeug, um mich dann zu teleportieren. So macht man das in der Zukunft. Man setzt sich ein Ziel, setzt sich in ein Auto und dann, wenn man aufwacht, ist man durch. So. Ich würde aber sagen, warte, wir haben doch ein Scharfschützengewehr, ne? Spezielles. Universalwerkzeug, was ist das denn? Ist das eine Krücke? Ein Acetylen-Sauerstoff-Schweißbrenner, mit dem man alle Land- und Wasserfahrzeuge reparieren kann. Okay, krass. Rekuf-Bogen und so. Alter, den will ich haben. Ich brauche aber noch ein bisschen Kohle. Verkaufen wir mal ein bisschen Scheiß. Ups, was habe ich da gemacht? Achso, das behalte ich natürlich. Spritzen herstellen. Ausrüstung herstellen. Ja gut, das war es eigentlich schon, ne? Ich bin nicht auf mein Geld gekommen. Ich muss jetzt sowas saufen. Mist, ich kann nicht saufen. Scheiß Kinderspiele. Nochmal rosa anstellen, yeah. Oder vielleicht kriege ich das ja doch noch hin. Vielleicht kriege ich das... Ich hab schon genug. Krass. Spezielles. Sehr schön. Scheiß auf die Sniper, ganz ehrlich. Ich habe einen fetten Bogen, Mann. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, vergleichen. Ich habe ein... Zielfernrohr-Rotpunktvisier, krass. Oh, Freunde, ich habe einen Bogen. Und ich drücke die ganzen falschen Tasten hier. Oh ja, ich wollte eigentlich die Waffe rausholen. A la Skyrim, aber es geht nicht. Oh yeah. Das ist ja mal nicht schlecht. Ein Zielfernrohr wäre echt nicht schlecht. Hallo, ich will die Waffe weglegen. Verdammt. Okay, gucken wir uns mal an, was wir machen müssen. Gib mal mein Pfeil wieder. Ha, ich habe ihn wieder. Also gut. Wir müssen die falschen Knopf drücken und dann... Was ist das denn eigentlich? Ein Steintempel, okay. Ah, da müssen wir hin, das ist questbedingt. Wir sind schon fast nah dran. Krass. Wo geht's denn jetzt zu unserer Quest?
Da bin ich. Hä? Das ist unsere Quest, ja, aber da will ich ja nicht hin. Ich hab doch gerade den Kram hier angenommen, oder nicht? Wollen mich verkackeiern oder so? Wo muss ich denn dafür hin? Nee, das ist ein Fluss, ne? Das ist ein Fluss, das ist nicht unser Gebiet. Verstehe ich nicht, Freunde. Wo soll denn diese Quest jetzt sein? Hä? Mal sehen, Legende, Wegpunkt, ja. Missionsziel. Gesucht. Ne, können wir nur ausblenden, ne? Ich verstehe das nicht, Freunde. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Relikt? Aber wir müssen doch jemanden töten, oder nicht? Hier steht doch Wanted. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, fahren wir einfach zur Quest. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Ist alles ein bisschen konfus. Oh, übers Wasser können wir nicht. Wir versuchen es trotzdem mal. Nö. Da verliere ich auch noch Schaden, oder was? Ist das krass. Naja. Machen wir erstmal die Quest weiter. Ich finde das echt ein bisschen skurril. Jetzt komm, beeil dich, Dude. Wir holen mal unsere Kamera raus, für den Fall der Fälle, dass ich etwas übersehe. Achso, dann können wir Pflanzen sehen. Können wir damit auch... Wir können auch damit Tiere sehen. Finde und töte den... Okay. Ist das vielleicht unsere Quest? Bin ich so verwirrt? Na gut, das ist also das Gebiet, wo wir hin müssen. Ich verstehe. Das ist gar nicht unser aktuelles Ziel, unser Kampagnenziel. Das ist nur so eine Nebenmission. Ja, das stimmt. Muss ich seinen Kopf treffen? Mission gescheitert? Du musst ein Messer benutzen. Leck mich. Ich hätte mir die Mission durchlesen sollen. Okay. Ich muss also ihn mit dem Messer killen. Gut, machen wir das halt so. Ich fand's halt cooler mit dem Bogen. Anscheinend muss ich damit aber nicht den Kopf treffen. Na gut. Ah, da oben steht's doch. Finde und töte den Kommandanten mit einem Messer oder Takedown. Ach, Zero. Manchmal, ne? Fällt mir nichts zu dir ein. Oh, hi. Oh Gott, nein! Woher wussten die, wo ich bin? Scheiße, jetzt habe ich natürlich nur einen Bogen in der Hand, ne? Ich habe drei Pfeile. Ja, das kann ich eigentlich schon vergessen. Wie soll ich den mit dem Messer killen? Dumm gelaufen. Jetzt habe ich ihn einfach erschossen. Damit die Mission durchstartet. Denn ich bin nicht gestorben, Freunde. Es war kein Fail. Nein. Ich habe aus Versehen ihn noch einmal mit dem Bogen getötet, weil tut mir leid, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass wir ihn mit dem Messer killen müssen. Nein. Mieser Pisser da hinten. Vielleicht sollte ich nicht ganz so auf dem Weg laufen. Und vielleicht sollte ich mich auch docken, das ist eine gute Idee. Wir machen nämlich Folgendes. Wir werden diesen Typen zuerst bessern und dann werden wir sie mit dem Pfeil und Bogen ausschalten.
Ich fasse es nicht, dass die KI so schlau ist. Ich muss die Leiche verstecken, damit sie die nicht finden. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott, was mache ich denn? Ich bin in the Busch. Keiner weiß, dass ich hier bin. Ihr wisst nicht, dass ich hier bin. Da, da, nein, nein. Da, komm. Stimmt. Ja. Er ist tot. Er ist tot. Ich auch. Aber wir haben es geschafft. Ich habe die 200 Gold bekommen. Und es hat gespeichert. Bam. So funktioniert das, Freunde. Einfach rein da. Einfach richtig so Schmackes in den Arsch, weißt du? So funktioniert das. Ja, nicht anders. Man muss nur ein bisschen cheaten können. Oh, ich fasse es nicht. Ich würde beim letzten Atemzug hier habe ich noch bekommen. Gut, dass ich mir mehr Leben gekauft habe. Hä? Gut, dass ich tot bin. Also gut. Also gut. Ich muss das noch ein bisschen besser hinkriegen mit dem Bogen. Ich meine, es ist schön und gut, dass ich jemanden leise treffen kann, aber ich sollte dabei auch unentdeckt bleiben am besten. Gut, holen wir uns den nächsten. Die Piraten greifen Fischer an der Küste an. Töte ihren Anführer mit einem Messer, wie es die Raikwa-Tradition verlangt. Schon wieder. Okay, wo ist er diesmal? Sehr weit weg? Naja. Dann fahren wir da halt mal kurz hin. Okay. Einfach nochmal mit einem besser killen, das ist gut. Das kriegen wir doch hin, oder? Ist ja easy. Wieso fahre ich eigentlich schon wieder ein Auto? Ich habe doch versprochen, dass ich nie wieder Auto fahre. So, gut geparkt haben wir jedenfalls. Kann jemand was sagen, dass ich im Weg stehe? Ich hoffe, uns zieht niemand, wenn wir auf die Insel kommen. Oh, da ist jemand. Okay. Dann lass uns mal den Typen suchen, den wir benötigen. Das heißt, wenn wir einen umbringen, werden die anderen bestimmt aufmerksam. Da ist unser Ziel. Da ist noch einer. Okay, pass auf Folgendes. Wir werden den hier erstmal töten. Gucken, was passiert. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Die sind nur ein bisschen aufmerksam geworden. Ja, lauft weg. Lauft weg, Freunde. Weiß nicht, frag mal deinen Freund da hinten. Der wird es definitiv wissen. Oh nein. Scheiße, jetzt habe ich den Bogen schon gespannt, ne? Ich muss seinen Dude töten. Ich muss nur aufpassen. Der Dude da hinten muss sterben. Oh Gott. So. Bleibt nur noch der Typ. Wenn er ein bisschen näher kommt. Was du nicht sagst. Da ist noch eine Leiche. Ich seh besser mal nach. Ja. Komm näher. Das ist näher, komm, ich will auf dich raufspringen. Ha! Erwischt. Oh, ich brenne! Oh. Munition. Bekomme ich auch irgendwie Pfeile?
Glaub nicht, ne? Kann ich Pfeile irgendwie herstellen? Ja, ich brenne schon wieder! Ich lerne auch nicht dazu, ne? So, wo sind die Leichen? Vielleicht kriege ich meine Pfeile wieder. Jawohl, Pfeil wieder zurückbekommen. So spart man Munition, Freunde. Ja, komm. Oh, ein Edelstein. Oh, das hat Geld gegeben. Das hat mir richtig Kohle gegeben. Da liegt noch Kohle, Mann. Sammel die auf. Haha. Perfekt. So, dann muss ich jetzt noch den anderen Leichen die Pfeile entnehmen. Hey, wo ist dein Pfeil hin? Ah, okay, ich hab ihn. Alles, kein Problem. Hat ihn wohl irgendwie in seine Tasche gesteckt, als er gestorben ist. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. So. Irgendwo muss doch hier noch einer sein. Ich glaube, ich hatte 4 Pfeile. 1, 2, 3, 4. Das müssten 4 sein. Ich habe einen Pfeil verloren. Mist. Naja, macht nichts. Wir haben auch die letzte Aufgabe bestanden, das ist gut. Ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge und sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.